Hallo. Oh, nee, kann ich nicht machen. Meine Eltern haben immer gesagt, da bleiben da Augen stehen. Kennst du das? Mach das nicht. Geh nicht so vor den Fernseher, kriegst du viereckige Augen und so eine Speck. Kennst du das? Ja, bitte kein Fernseher. Gut. Doch, und kein nur kein Farbfernsehen. Soll ich Rüdiger selber anrufen und fragen, ob er Farbfernsehen hattet? Wenn er nicht gerade zu tief liegt? Nein. Also, Servus zusammen. Ich grüße euch. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Start in euren Tag, Nacht, immer wann ihr das jetzt so guckt. Heute neue Folge Holzkunstholz. Offiziell diesmal wird es eine ganz andere, wahrscheinlich auch eine sehr lange Folge. Popcorn, Bier, gemischtes Radler, ja, alkoholfreies Krombacher. Und Musikspielzeug. Also, wir machen heute durchweg einen Epoxidholztisch aus Mooreiche für meinen lieben Selo. Sven wird dabei sein, wir werden zwischendurch Breitbandschleifer sehen, ihr werdet das Prozedere sehen, wie vergossen wird und so weiter und so fort. Die ganze Vorbereitung, ich bin jetzt für die Vorbereitung da, dann werde ich zwischendurch auch mal zum Sven fahren. Dann wird Sven auch ein bisschen ein paar Sachen alleine machen, aber das Ganze in diesem Video heute. So, ihr habt ja gesehen, wir hatten das in der Trockenkammer, wir haben von 26% jetzt auf 10%. Nochmal, ich bin unglaublich erstaunt über diese Beschaffenheit. Ich hätte mir viel, viel, viel schlimmer vorgestellt, dass die so rauskommen. Und ja, der Riss, der war ja vorprogrammiert, damit komme ich auch klar, das ist okay. Und jetzt müssen wir raussuchen, wo wir, also der Selo braucht circa 3 Meter. Ja, roundabout. Wir nehmen uns jetzt das Ding, schneiden das grob auf Länge, weil da ist jeder Zentimeter, den man hat, einfach bares Geld. Jeder Zentimeter. Also man muss dann sowieso noch abschneiden, aber ihr müsst euch vorstellen, so eine Bohle kostet im Einkauf gleich mal 5.000 Scheine. Punkt. Ja, das muss man einfach auch mal so sehen. Und wir wollen natürlich, ja, wir brauchen ein bisschen Verschnitt. Wir brauchen aber nicht den Verschnitt des Todes. Und das wären halt auch 2 schöne Figuren. Muss man halt auch so sagen. Oder Schneidebretter für was, oder Schneidehälter oder sowas. Ohrringe. Spielzeug. Ha? Wir müssen die abrichten, da kommen wir nicht umher. Sebastian, Fragen, Wünsche, Nöte. Alle. Gut, ich hole mir schnell eine Motorsäge, schneiden wir das hier durch und dann gehen wir auf die Abrichte. Und Feuer. Ich muss den Sven noch mal fragen, ob wir das auch gleich auf einer Seite schon mal hobeln sollen. Und dann müssen wir mal gucken, was diese Hobelmaschine sagt. Willst du vielleicht schon mal gucken, was? Wir gucken zusammen, komm. Also, Resümee, Schüko. Super, super cool. Allerdings, wenn du alle Sachen auffängst, wie wir es gerade tun, ist natürlich das Ding öfter mal voll. Ja. Also, gerade beim Hobeln ist das ja ruckzuck. Also wir könnten natürlich jetzt noch sagen: Nee, lass uns die voll. Pass auf, wir machen die jetzt noch sauber und dann können wir nämlich nachher in Ruhe arbeiten. Oder was hast du? So machen wir das. Stellen wir beiseite, ja? Also ich habe Dedo angerufen, jetzt mal gesagt, 3 Meter mal, ja, der gerade ist 90. Ich sage, nee, 90 ist scheiße, das ist zu schmal für dich. Ja, meinst du? Ich sage, ja, zwischen Meter und Meter 20 wird er jetzt gegossen. Hier ist natürlich unheimlich viel Dreck drin. Ich bin mal gespannt nach der Kammer. Das erste Mal wieder durchhoppeln. Ist nicht schlimm, muss sie mit anfassen. Das ist so schwer. Kann ich alleine. Ist das so schon schwer genug oder nicht? Ja, das stimmt auch nichts. Bei der musste aber. Und ihr seht. Schon schön. Mach du keinen schlechten? Nee, wa? Nee. Bin ich auch.
Vorsicht, schwenkt aus. Die kriegen noch gut ins Sprint, Alter. Brauchen wir nicht den Anhänger anhängen. Noch zu früh? Die macht doch keine Ordnung. So, jetzt machen wir die teuersten Hobelspäne der Welt. Fisch stinkt immer vom Kopf. Oh, das war gut. Der war gut, der war eigentlich ganz gut. Ja? Ich will euch alle entlassen. Ich werde mich alleine hinsetzen und werde mich schön früh beklimpern. Schön mit Met. Ich war bei einer Metverkostung auf einer Messe mit dabei. Das war schon 15 Jahre her. Mittag muss ich mich dann leicht hinlegen und erstmal ein bisschen schlafen. Das war die falsche Richtung. Stopp, nicht mal. Der andere Hobel geht nur mit Handbesteuerung. Du wirst nicht umherkommen, da müssen wir beide beipacken. Natürlich sauber gemacht werden. Da müssen wir bürsten, das funktioniert sonst nicht. Thank you.
Man merkt, Carsten fehlt. Die Maschinen brauchen mal wieder Flehe. Was bleibt? Also das Gehobel ist schon, also das Gehobel ist schon echt eine Nummer, das ist schon echt eine Etage. Wir machen jetzt Folgendes, Sebastian bringt das zu Sven. Wir nehmen ihm den Bürstenkopf gleich mit, für die Stellen, die nicht sauber werden. Ja? Und da geht's dort gleich im Video weiter. Hi. So, das Projekt Mooreiche geht voran. Sie wurde gereinigt, gesäubert, die Kanten gebrochen. Nun jetzt, ich habe mir eine Werkstatt vorbereitet zum Grundieren. Wir werden die Poren damit richtig schließen. Die Seiten werden mehrmals eingestrichen mit Epoxidharz, sodass da wirklich alles zu ist und dicht ist und ich sag mal zu 90% dort keine Luftblasen entstehen können. Zu 100% geht das nicht, es gibt nie eine Sicherheit. Aber wir minimieren das da zumindest so gut wie es geht. Genau. Das ist mein größtes Projekt. Vielen Dank an Locke für das Vertrauen, die Mooreiche verarbeiten zu dürfen. Liebe Grüße gehen raus in Epodex, kann man da sagen. Die unterstützen uns da nicht komplett. Also es ist jetzt kein Werbeding, wo wir alles umsonst kriegen, sondern wir müssen trotzdem bezahlen. Aber die unterstützen uns. Vielen Dank geht raus in Epodex. Und genau, wir fangen jetzt an. Und wir nehmen euch ein bisschen mit. Ich habe die Kamera bekommen und filme das hier ein bisschen. Rede ein bisschen was dazu, so gut wie ich kann. Und genau, es geht los. Sehr gespannt. Wir haben den nächsten Step gemacht, die ersten Flanken, die Flanken sind alle grundiert. Das erste Mal, wie oft ich das mache, mit welcher Zusammensetzung, mit welchem Harz von, natürlich Epotex, behalte ich ein bisschen für mich. Ein bisschen Betriebsgeheimnis braucht man ja auch. Aber jeder, der sich reinliest, findet es selber raus. Ansonsten, ich zeige euch jetzt, wie es aussieht grundiert. Und ich kann auch sagen, es sieht jetzt schon mega geil aus, nur vom Grundieren her, die Flanken. Wenn dann der ganze Tisch gegossen wird, das wird geil. Ne? Also, ich zeige euch jetzt, wie das Grundit aussieht und dann zum nächsten Step. Sag mal so, bei Logge ist ja nichts klein. Ne? Sebastian, rieche ich mich gerade an, die Platte da vorne kommt. Guck mal. Servus. So, kleines Update. Die Form ist gebaut. Es ist ringsherum abgedichtet, sodass langsam jetzt die Harzarbeiten in der Form beginnen können. Ja, ich zeige euch das ganz kurz und dann geht's weiter. Ist jetzt soweit angetrocknet, dass wir loslegen können mit dem ersten Guss. Also jetzt wird es langsam spannend. Das ist immer der spannendste Moment mit
bleibt das Harz da, wo es bleiben soll, oder fliegst du es weg? Ne? Ja, also ich beginne jetzt zu gießen. Nehmt euch da mit. Ich mache einen Zeitraffer an. Und genau, dann kann das Projekt weitergehen. Bis später. Der Guss ist drin in der Platte und bis jetzt hält alles. Wir sind jetzt rausgeholt. Ich bin gespannt. Aber ich habe gutes Gefühl. Ja, ich zeige euch mal kurz, wie jetzt der Stand aktuell ist. Also wie gesagt, wir machen ungefähr einen halben Zentimeter, habe ich jetzt gegossen. Das ist sozusagen die Sicherheitsschicht. Wenn die nirgendwo rausläuft, kann eigentlich nichts mehr passieren. Man kann eigentlich. Wenn ihr die anderen Videos vielleicht kennt oder fragt Locke, ne, da kann mehr, viel mehr passieren, aber gut. Ich zeige euch jetzt, wie es ausschaut. Ja, man sieht ganz klar, es sagt irgendwo nichts weg. Es ist alles ordentlich abgedichtet. Kommt nichts raus. So soll es sein. So kann es weitergehen. Und ich habe ein sehr gutes Gefühl über diesen Tisch. Und glaubt mir, das wird Premium. Ich habe vor ungefähr 2/3 aufgegossen heute. Mal sehen, wenn es gut klappt. Vielleicht bis abends noch den letzten Guss. Mal sehen. Stellt die Kamera einfach wieder hin. Nehmt euch mit. Schaut zu. Und genau, es geht weiter. So, es ist geschafft. Der erste größere Guss ist getan. Und nochmal, ich wiederhole immer, ganz wichtig hier, so eine Maske aufsetzen. Ja? Es reicht nicht, eine normale Stoffmaske, bitte hier eine ordentliche mit den Filtern dran. Das ist ja nichts passiert. Gerade beim Gießen, bei den größeren Sachen, immer Maske auf. So, ich zeige euch das jetzt, das Ergebnis bis jetzt. Na, ihr seht, die kleinen Bläschen, die noch sind, die gehen was aus. Ja? Das ist ein Harz, was sehr langsam reagiert von Infotex. Ein Harz, was nur bis 10 cm gießen kann in der Höhe. Und deswegen reagiert das schön langsam. Und dann hat man da keine Probleme, das wird glasklar. Ja, also, das wird hier wirklich ein richtig geiles Teil. Und ich freue mich drauf, den Kleinen zu stellen und dann präsentieren zu dürfen. Ja? Bis später! Heute ein schön langer Tag mit Gießen. Ich sag mal, so viel Harz an einem Projekt habe ich so noch nicht vergossen. Ich hatte schon mal so 40, 50 Kilo, okay. Aber hier sind jetzt knappe 95 Kilo reingekommen. Dazu kommen noch, naja, 3 bis 4 Kilo von der Grundierung. Also roundabout sind die 100 Kilo Harz weg. Das ist schon eine Ansage. Gerade von dem guten Harz, 100 Kilo, kann sich jeder ausmalen und jeder mal kurz gucken, was das hier, ne, was das bedeutet. Okay, ich zeige euch jetzt, wie das jetzt vergossen aussieht. Und dann sage ich noch kurz was dazu ohne Maske und dann geht's weiter. Okay, los geht's. Ihr seht,
Ich habe noch eine Silikon-Schichttransform gemacht, damit ich mir die Höhe ein bisschen kann, weil Harz sagt immer noch ein bisschen ein. Das Gas fällt noch aus. Aber es sieht bis jetzt wunderbar aus. So wie uns die Vorstellung haben. Wahnsinn. Wirklich. Wahnsinn. Super. Ja, Grüße, da bin ich. Ohne Maske jetzt. Hoffentlich kann man mich jetzt besser verstehen. Ja, wie gesagt, das war ein sehr langer Tag heute. Wir haben jetzt, glaube ich, 17.30 Uhr am Freitag. Meine Frau, ja, sehr begeistert davon, aber egal, ist halt so. Was kann man sagen zum Harz, zu Harzarbeiten? Auf jeden Fall eins muss man sagen, na, Zeit. Nehmt euch viel Zeit für diese Arbeiten. Überlegt vorher, was ihr macht, wie ihr es macht und wie ihr es am besten umsetzen könnt. Ne? Weil man kann ja richtig fatale und falsche Sachen machen. In dem Fall mit dem Mooreichentisch, ganz klar, da redet man nicht bloß von 250 oder jetzt eine ganz normale Eichenbohle oder eine Buchenbohle, was auch immer. Alleine das Holz ist schon Vermögen wert. So, und ich habe vorhin schon erwähnt, oder ich erwähne es nochmal, wir haben ca. 100 Kilo Harz insgesamt verwendet. Und das ist schon Wahnsinn, ne? Das ist schon echt viel, das ist schon echt krass. Ich kann mal ganz kurz die Produkte zeigen. Viele Grüße gehen raus an Epodex. Na, das ist hier das Ultra Clear Pro. Dazu kam dann der Hatter Ultra Clear Pro bis 10 cm in einem Guss. Das ermöglicht uns einfach, um größere Sachen einfach in einem Guss zu gießen. Und das Schöne ist auch, ich mache das auch für kleinere Güsse. Der Hatter reagiert einfach langsamer und das Ergebnis wird schöner. Also gerade bei klaren Sachen ist das Ding schon das High-End-Produkt. Ich bin damit zufrieden, mache damit schon jahrelang. Die Ergebnisse sind top. Habe bis jetzt noch nichts Falsches damit erlebt. Moin. Heute ist der 29. April, 7.11 Uhr. Wir haben gerade eine Stunde fast gebraucht, den Tisch auszuschalen. Er liegt auf jeden Fall jetzt im Auto. Jetzt geht's zu Micha zum Schleifen. Und dann geht's weiter mit dem Projekt. Auf jeden Fall einer der schwersten Tische, den ich jemals ausgeschaltet habe. Wir tendieren so circa auf fast knappe 200 Kilo. Und ja, er liegt im Auto. Ne? Zeige ich euch mal kurz und dann geht's weiter. Sicher voran, ab geht's. Ja, ich bin das erste Mal richtig durch gewesen heute. Ein Tier ist schon komplett durch. Naja, aber war ja wieder eine super Idee von Locke, wie immer. Aber es wird geil. Es wird Premium. Heute ist Montag, der 29.04. Wir geben Gas, dass das Ding fertig zum Festival dasteht. Und es wird mega. Es wird geil. Ich bin wieder bei mir.
fange jetzt an, die Kanten zu bearbeiten und mit den Feinarbeiten mit der Rückseite. Das ist eine Schweinearbeit. Macht viel Spaß, aber muss ja. Und aber ich zeige euch mal kurz, ich habe jetzt noch nicht bei allen Arbeiten den Zeitraffer angemacht, aber ich zeige euch mal kurz, was hier für ein Dreck entstanden ist bei einer Kante. Ich habe noch eine vor mir. Dann noch die Enden schneiden und die Rückseite halt schleifen. Das da. Das da. Musste alles ab. Von da. Von der Kante. Das war die Kante, die ich eingeschaltet habe, weil da alles rissig war. Dass da quasi das Harz schon reinlaufen kann. Und dann jetzt auslaufen konnte. Aber es muss natürlich ab, damit das alles ordentlich wieder aussieht. Und ja. Ja, ist ein bisschen was zu tun hier noch. Aber ich gebe Vollgas, ich gebe alles. Es wird schon. Bis später. Moin. So, wir sind zurück in meiner Werkstatt. Der Eichentisch ist jetzt wieder in den vier Hallen und ich beginne jetzt mit den Feinarbeiten der Rückseite. Freiweg schleifen, ein paar kleine Ausbesserungen und heute, wenn ich es schaffe, muss ich es schaffen, den ersten Lackgang. Ich stelle die Kamera wieder hin, nehme euch mit Zeitraffer mit und ja, let's go, würde ich sagen, ne? Der Tisch ist lackiert das erste Mal. Soll ich sagen? Einfach nur geil. Also ich weiß nicht, ich habe sowas noch nie gesehen. In der Form, mit den Farben. Mega. Holz, Wahnsinn. Das ist ein Einzelstück, den gibt es so nie wieder. Absolut nie wieder. Einmal nur auf der Welt, der den bekommt. Er kann da richtig stolz drauf sein, dass er das Ding bekommen hat. Ne? Auch von Locke, dass er das Holz überhaupt rausgibt und all das Teil. Das Video hat ja schon angefangen. Diesmal war es ganz, ganz anders als die anderen Videos vorher. Sven, komm mal her, du. Komm mal her, du. Wir haben ja einen Puschel, der muss da reinsprechen. Wir haben ja gesagt, wir wollen, also ich speziell, mir lag das am Herzen, ich wollte Sachen anders machen. Also jetzt habe ich noch gar nicht erzählt, das Video läuft auch noch gar nicht, also es kam schon, dass wir uns ein bisschen verändern wollen. Wir wollen die Qualität ein bisschen nach oben nehmen. Wir wollen ein bisschen was anderes machen, ein bisschen, ist die eine Sache so ein bisschen lustig, sodass ich mal wieder durchdrehen kann und eine Sache ein bisschen ernst, so wie ich halt auch bin. Du bist ernst? Ja, manchmal. Also manchmal. Also doch, es gibt, wir haben schon sehr, sehr ernste Gespräche geführt. Stimmt. Ja, also wirklich viele. Und wir haben da viele Parallelen, fällt mir manchmal auf. Also, der Sven hat den Hauptlöwenanteil an diesem wundervollen Tisch. Und ihr habt ja gesehen, er war beim Schleifen, er war beim Gießen und so. Das sind so viele Faktoren gewesen, die vor dem Festival waren. Und da konnten wir teilweise nicht mit dabei sein, beziehungsweise konnten wir das zeitlich einfach nicht abfangen.
Und genau. Sven, ich will jetzt nochmal, dass du mal so ein paar Worte, also ich möchte, dass du nochmal so ein paar Worte verlierst. Was haben wir an Harz gebraucht? Wie viele Stunden hat es jetzt gebraucht? Welche Probleme gab es? Welche Hürden gab es zu überwinden? Und. Das würde mich jetzt mal interessieren, weil wir haben es aus der Kammer geholt bei 9% circa. Ja. 9-10% haben wir es aus der Kammer geholt und da war ich schon sehr angetan, weil so schlecht getrocknet ist die in der Luft tatsächlich nicht. Nee. Mit was haben wir es reingepackt? Mit 24, 25? Ja, Micha sagte 24, ja. Da kannst du sowas natürlich im Innenbereich nicht machen. Wo sagst du, würdest du bei Harz die Holzfeuchte empfehlen? Also alles, was unter 10 ist, ist ideal. Da passiert nichts mehr. Aber man könnte sich vielleicht mit 11, 12... Könnte man vielleicht gerade noch Glück haben. Kannst du aber auch Pech haben. Kannst du aber auch Pech haben. Und einfach, um das aus dem Weg zu gehen, bleib unter 10 und dann bist du safe. Okay. Bevor wir jetzt richtig ins Detail gehen, danke an Epodex. Ja? Ja. Die haben das Projekt unterstützt und das ist nicht selbstverständlich. Sven arbeitet schon ganz, ganz lange mit den Sachen, mit den Leuten zusammen und die arbeiten wirklich, machen ein Spitzenprodukt, sind super, super flexibel auch. Die haben einen Teil übernommen, kann man sagen. Ja, also die haben wirklich guten Teil von dem Harz übernommen, was nicht selbstverständlich ist und dafür sagen wir Danke. Kam aus der Trockenkammer, dann haben wir den verladen mit ein bisschen Schwierigkeiten beim Verzogen. Oh, da muss ich einwerfen, das ist wirklich cool. Das ist fast der Hänger abgebrannt, Rückzug. Oh ja. Ich habe vergessen, die Bremse loszumachen und wir sind dann losgefahren, Berg und Tal durchs Erzgebirge. Und dann kam so ein netter Typ, wa? Der hat uns dann mal gewarnt, dass unser Hänger qualmt. Also wir hätten fast den Hänger abgebrannt im Erzgebirge. Nicht so lustig, ja. Ja, dann haben wir den zu mir gefahren. Nee, Quatsch, stimmt nicht. Wir haben erstmal alles hierher gefahren. Dann habt ihr ihn abgerichtet und gehobelt. Ja. Genau, dann kam das Prachtstück dann zu mir. Und wir fingen dann an mit der Form bauen, ne, wie man so anfängt. Ich habe dann noch, nachdem ich die Form gebaut habe, die einzelnen, ich sag's mal jetzt Bretter, Bohlen vorbereitet, gesäubert, abgeschliffen. Reinigen der einzelnen Bohlen habe ich bei mir auf dem Hof gemacht. War eine tierische Schweinerei. Oder? Das geht ja nur mit Luft. Das geht nur mit Luft. Dann diese Drahtbürsten, wie nennt man die Drahtbürsten oder Schleifstangen, kann man von mir ja schon auch gut benutzen dafür. Ja. Weil die einzelnen Poren, die hier überall sind oder die einzelnen Segmente des Holzes, müssen halt wirklich richtig gereinigt werden. Da darf nichts Loses oder Poröses dran sein. Das muss halt alles ab. Das siehst du ja auch nicht. Nee, also du siehst ja nicht, ob da irgendein Dreck drin ist oder nicht. Richtig. Sondern du hast am Ende das Problem, dass du hast es vergossen und dann kommt der Rotz aus. Dann kommt halt alles hoch oder es kommen extreme Luftbläschen, was jetzt hier in dem Fall echt gut geworden ist. Ich sehe jetzt klitzekleine, es wird nie ausbleiben, ne? Das muss man auch sagen. Das Holz ist ein Naturprodukt. Aber es ist Natur, genau. Das muss man auch einfach so, das muss man einfach so sehen. Man könnte jetzt natürlich, wie du schon gesagt hast, du könntest das ins Unermessliche schleifen, den Tisch, ja. Du könntest den klar machen. Aber Selo hat Kinder und sind wir mal ganz ehrlich, wie lange ist das Glas klar? Nicht lange. Woche? Nicht lange. Weil du kriegst Kratzer drauf. Das genau, ist genau. Aber zur Oberfläche kommen wir vielleicht nochmal ins Detail nochmal eingehen. Ja, nachdem wir das alles gereinigt hatten, ging es halt quasi rein in die Werkstatt auf die Form. Dann habe ich die einzelnen Bohlen getränkt mit Harz. Das heißt, man streicht, sieht man vielleicht auch auf den einzelnen Videos nochmal, eingestrichen. Wie oft ich das gemacht habe, bin ich ganz ehrlich, würde ich ein bisschen für mich behalten wollen. Ja. Also so ein bisschen. Lass uns mal so ein paar kleine Sachen. Kleine Sachen, weil wir haben auch schon viele gefragt, wie oft und wie viel, mit welchem Harz. Das würde ich nicht alles so im Detail verraten wollen. Ich sag mal, das ist kann man, glaube ich, verstehen. Das ist ja eine Sache, die man lernt und die man dann vor allem auch, das sind Erfahrungen, die man sammelt. Und du würdest ja dann von deinen Erfahrungen profitieren. Ich kann das schon verstehen, dass dann jemand sagt, nö, es gibt so gewisse Kleinigkeiten, die behalte ich für mich. Also, das finde ich okay. Also wir haben ja auch schon viel Lehrgeld bezahlt. Ich erinnere nur an einen geilen Tisch, den wir zusammengebaut hatten. Ich glaube, 45 Kilo Harz waren weg. Also wir haben schon viel, wirklich viel versorgt. Und auf meinem Fußboden, das war schön. Ja, also das ist nicht so. Ich sehe es ja immer ganz oft, es kommen hier ganz viele Leute rein, die sagen, ey, das sieht mit Harz aus. Das ist jetzt nicht so schnell gemacht, ne? Das ist auch nicht so einfach, wie alle denken. Also, mehrmals eingestrichen, lassen wir mal so stehen. Dann den Tisch in die Form abgedichtet, ganz wichtiger Punkt. Das ist fast der wichtigste Punkt, den es überhaupt gibt. Bei solchen Sachen. Neben Temperatur, Größe, Menge, aber Form abdichten. Wenn da irgendwas nicht dicht ist, habt ihr echt ein Problem, das läuft alles weg. Das war in der Größe natürlich schon eine ziemliche Mammutaufgabe, ne? Erstmal so eine Form hinzukriegen, so groß. Aber da habt ihr eine super Platte besorgt.
Die war, ging wunderbar dafür. Ja, das, also am besten ist, man nimmt wirklich so eine volle Platte. Eine volle Platte, genau. Also so eine Fahrzeugplatte zum Beispiel oder so eine weißen Beschicht. Also, genau. Also einfach eine Sperrholzplatte als Beispiel, aber halt beschichtet. Schallplatten. Ja, Schallplatten, ja, kann man das. Also eine Schallplatte, ja. Egal wie die aussieht oder welche, ob die weiß oder grün oder blau, ist völlig. Das ist völlig Wurst, Hauptsache. Es löst sich auch wieder. Besonderheit war an dem Tisch auf einer Seite, ich weiß gar nicht, ob es jetzt die oder die ist, habe ich nochmal eine Form ringsherum gebaut, weil da so viele Risse waren. Ich glaube, es war die Seite. Und ich wollte halt, das sieht man auch nachher am Detail vielleicht besser, dass die Seiten halt auch mit Harz geschlossen sind. Ne? Also hier haben wir jetzt keinen Spachtel oder irgendwas reingemacht, sondern es ist komplett mit Harz verschlossen. Ich habe quasi die Form gebaut, danach das Harz wieder runtergeschliffen bis aufs Holz. Hass. Hass. Also wirklich. Ganz ehrlich, weil es ja wirklich so hektisch war, kurz vorm Festival, habe ich mir die Stunden nicht so richtig gemerkt. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe einfach gedacht, okay, wir müssen jetzt hier eine Punktlandung setzen. Das ging ja auf. Genau, also so, wir haben bewusst diese Reaktion vom Selo nicht gefilmt. Das wollten wir vor uns haben. Das haben wir zum Festival, also zusammen mit Sven haben wir das aufgedeckt. Und die Reaktion sprach für sich, also das war schon... Der war schon happy. Also der war ganz, ganz doll glücklich, der war ganz toll. Der war auch abends schön angeschmückt, der war sehr, sehr happy, das war also eine schöne Party. Ist auch ein sehr, sehr cooler Typ. Ja, also, ein ganz, 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 ganz herzlieber Mensch und der hat das einfach verdient, so einen Tisch zu kriegen. Und ich glaube, und das hast du ja gemerkt, wie sehr er das schätzt, ist halt... Ja, auf jeden Fall, also da kam sehr viel gutes Feedback von ihm rüber und wenn man dann sowas hört... Also, das ist ja bei jeder Arbeit, die man macht. Ist halt man sich die beste Bezahlung im Handwerk, wenn man dann noch ein Lob dafür kriegt und für sowas ist dann schon geil. Ja, vor allem, dann, es gibt ja auch Kunden, die dann Fehler suchen. Das weißt du ja selber, gerade in eurem Segment. Ja. Das gibt es ja immer welche, die dann gehen auf den Fußboden und gucken sich den Krümel an, wo ich mir sage, das ist ja Quatsch. Aber da muss ich immer sagen, sollen wir alle auf dem Teppich bleiben, das ist Handwerk. Wir machen das, brauche ich dir nicht zu sehen, wir bauen das mit unseren Händen. Ja, und wir sind nun mal keine Maschinen, die hier abliefern und den Glasplatte hinzaubern und da ist nichts drauf. Und da darf auch mal ein Fehler passieren. Das richtig. Ist menschlich. Punkt. Wie viel Kilogramm Harz haben wir jetzt hier verbaut? Ja, Kilo war ein bisschen was, waren 100 Kilo. Also eigentlich völlig krank. Also echt 100 Kilo, so viel habe ich auch übrigens noch nie in einem Tisch gegossen. Ich habe natürlich insgesamt schon viel. Du hast da eine Idee, oder? Ja, sicher. Wir haben ja noch ein paar Mooreichenstückchen. Ja, stimmt. Und ich finde diese Maserung halt so brutal, auch mit der Form, mit der Farbe. Ja, das hat schon was. Sollte man schon nochmal was machen. Also 100 Kilo Harz. Ich habe es mit Absicht nicht ganz klar gewählt, den Farbton vom Harz, jetzt unabhängig von der Oberfläche, sondern ich habe einen Ticken Graustich mit reingemacht, das sieht man auch. Aber ich denke, in der Verbindung mit den dunklen Stellen der Mooreiche, was ja dann wirklich, wenn das Harz eindringt oder das Öl oder Lack zu Geltung kommt, gut zusammenpasst und gut wirkt. Ja, ich finde das gut. Ne, genau. Nach dem Trocknen, circa 10 Tage, ich glaube, ich habe ein bisschen gemogelt, waren bis 9 Tage, aber es ging einfach nicht anders, wir mussten dann loslegen. Ging's also, ich greife mal kurz ein. Ja? Wenn du sagst, 10 Tage trocknen, die liegt 10 Tage im Raum, das heißt, da darf 10 Tage auf keine Tür aufgehen, 10 Tage dieselbe Temperatur da drin, 10 Tage auf keinen Staub machen. Jein. Also das Harz, was ich verwende, kann man bis 10 cm auf einmal gießen. Das ist schon krass. Von Epodex, das ist echt krass. Und das fängt circa nach dem dritten Tag an zu gelieren. Aber vorher kannst du es bearbeiten, oder? Ja, wenn es anfängt zu gelieren, ist rum. Ist eigentlich, und wenn da nichts rausgelaufen ist, ist eigentlich, hat es funktioniert und ist auch nicht schlimm, also wenn du in der Werkstatt... Drei Tage nicht was passiert? Ja. Das ist genau mein Humor. Also wenn du angenommen, ich habe Hass bei sowas wirklich. Also angenommen wirklich, du machst es so in der Werkstattablauf, fängst früh an abzudichten, was auch immer, gießt in der Nachmittags und gehst dann schön, ne, schön essen mit der Mutti, ja, schön schlafen, abends auf der Couch und kommst früh in der Werkstatt und alles ist weg. Ha? Dann hast du 6 Wochen Zusatz. Dann hast du 6 Wochen Lotto. Ja, wie gesagt, nach dem Trocknen, nach den 10 Tagen, ging es aus der Form raus, war auch sehr leicht. Also gar nicht. Das war diesmal echt, keine Ahnung, an was es lag. Ob es jetzt die Zusammensetzung von der Mooreiche war. Gibt es da Trennmittel? Gibt es auch. Hast du aber da nicht gemacht? Nee. Bewusst, weil du Angst hast, dass es schief geht. Richtig. Und da war diesmal echt ein bisschen, aber wir haben es ja hingekriegt. Danach ging es wieder nach Thüringen zu Micha. Ja. Danke übrigens nochmal für die Hilfe. Sehr gerne. Ja. Ging es wieder dort durch die Breitbandschleifmaschine. Geiles Teil. So was brauchen wir hier auch noch. Brauchen wir. Das sind ja. Das ist so ein Teil.
Da bist du wieder 20 K los, locker. Dem System, was der da stehen hat, ja. Und war aber in dem Fall einfach die schnellste Lösung. Klar, das Hinfahren, aber anders hätte man das in der Zeit, wie gesagt, nicht geschafft. Ja, dann gehst du wieder zurück zu mir nach Torgo in die Werkstatt. Und dann habe ich kleine Sachen nochmal ausgeharzt. Das bleibt auch nie aus, dass dann kleine Risse nochmal entstehen oder kommen beim Harz, kleine Punkte. Die wurden nochmal ausgeharzt, nachbearbeitet und dann gehe ich mit den Schleifen los. Das ist ja das Schleifen ist ja genauso eine Tortur. Schleifen ist eigentlich so. Ist das letzte, vor allem, und macht das bitte wirklich, seid euch dessen bewusst, macht das bitte nicht ohne Mundschutz. Also, ja, wo es aber noch wichtiger ist, Mundschutz zu tragen, ist erstens, gerade im Fall der Moreiche, habe ich vorhin glaube ich vergessen, beim Reinigen. Ja. Weil man nie weiß, das ist hier, wie altes Holz? Was hast du gesagt? Also wir haben von Experten jetzt mal Meinung gekriegt, dass die halt über 3000 Jahre alt ist. Also die muss über 3000 Jahre alt sein bei dem Durchmesser und bei der Tiefe rein. So, und bei 3000 Jahren kann ja halt keiner erzählen, was es genau da in dem Holz für Stoffe, Zusammensetzung mit dem Moor, Luft, wie auch immer. Deswegen da auch Mundschutz tragen, ganz wichtig. Und dann natürlich beim Verarbeiten mit Harz, solange das flüssig ist, ganz wichtig, auf jeden Fall Mundschutz. Selbst wenn ihr geringste Mengen macht, Mundschutz auf. Ich weiß, ich mache es vielleicht aber auch nicht immer. Aber es ist ja für eine Warnung für die anderen draußen. Aber nehmt den Mundschutz und beim Schleifen natürlich auch. Ja? Wenn ihr natürlich ein ordentliches Schleifgerät habt mit einer richtig krassen Absaugung, wo vielleicht nichts entsteht, ja, würde ich vielleicht noch mitgehen. Aber es ist eine eigene Sicherheit. Auf dem Schleiftisch, wie wir ihn haben, genau. Bleibt es ja nicht aus, dass so trotzdem Sachen daneben fliegen. Genau. Ja, und dann wurde das Ding mehrfach geschliffen bis P320, kann ich ja sagen. Genau. Würdest du empfehlen, noch weiter zu schleifen? Kommt drauf an, wie du die Oberfläche beschaffen willst. Ich will mal einen machen, der sich spiegelt. Ja, also. Mit auch aus Mooreiche. Ich hätte gerne mal was, wo du denkst, da steht was Hochlackiertes vor dir. Ich weiß, das wird hässlich. Also polieren. Habe ich aber mittlerweile eine andere Technologie rausgefunden. Ich weiß nicht, ob der letzten den letzten Tisch den, mit dem Panzern da. Das fand ich cool. Ist im Prinzip, würde ich jetzt mal eingehen auf die Oberfläche, was wir hier gemacht haben. Ja. Weil es war die Aufgabe. Selo hat die Aufgabe gestellt, er will einen Tisch haben, den er nutzen kann. Ja. Familie, Kinder. Genau. Bewegung. Ne, das heißt quasi, der Tisch muss die Eigenschaften befüllen. Es kann immer was daneben gehen. Kleckern, Kinder können mal mit Tomatensauce. Rotwein, Weißwein, alles mit Rotwein, Ema. Weißwein oder alles mit Ema. Und dann kommst du natürlich, wenn du das Holz nur ölst, nicht weit. Nee. Weil bei nur im reinen Öl, selbst wenn du da ein Wasserglas hinstellst und schwepperst ein bisschen dieser Rand, kann es schon passieren. Ne. Du musst einen Hartwachs drauf machen, also da kommst du nicht vorum. Ja. Entweder ein Hartwachssiegel. In dem Fall hier haben wir gesagt, wir gehen auf Nummer sicher, weil das ist ja auch nicht gerade ein kleiner Tisch und auch nicht gerade wenig hier an Sachwert, was hier rumsteht. Sagt man, okay, ich benutze einen Treppenlack, habe ich hier genommen, von Remmers. Sehr gutes Produkt. Und der wurde zweimal aufgetragen mit einem Zwischenschliff. Und jetzt ist der Tisch quasi safe. Also hier können sie essen, kleckern, hier können, machen, Familien tun, ohne Ende. Die nächsten 100 Jahre dran sitzen, weil ja. Jetzt passiert definitiv ja. Nichts mehr. Und der Vorteil ist auch bei dem Treppenlack, auch beim Hartwerkssiegel würde ich auch mitgehen, du hast halt selbst übers Holz sowieso, aber auch über das Harz hast du wie, weil es ja ein Lack ist, wie eine Schutzschicht. Also selbst Kratzer entstehen ja weniger, als wenn du nur das Harz roh lässt und polierst es. Weil da ist, sobald du da ein Glas rüberschiebst oder selbst ein Fingernagel würde ausreichen, also hier kann ich mit Fingernagel machen, hier passiert nichts. Beim puren Harz könnte es schon sein, dass du da einen Kratzer reinholst. Ja. Und das ist ja das, was ich sage. Epoxidharz, was man, also die ganzen Insta-Hacks oder die ganzen TikTok-Sachen, die man sieht, das ist nicht wirklich unbedingt immer so, wie es wirklich ist. Das sieht geil aus, diese Spiegelfläche. Wenn das poliert ist, keine Frage. Aber ich persönlich bin der Meinung, kann jeder anders machen. Es gibt viele Leute da draußen, die mit Epoxidharz mittlerweile machen und das auch gut machen, keine Frage. Aber meine Intention ist dabei, bei einem Nutztisch, wenn ich es jetzt mal so Esstisch, ja. Will ich haben, dass der hält. Nicht nur schick aussieht, sondern auch funktional ist. Das funktioniert, da muss man auch mal top abstellen können. Ja. Oder weißt du, oder wie du schon sagst, es geht mal was kaputt. Ja. Das bringt ja nicht, hier eine Omas Tischdecke drüber zu legen. Eine blaue, schöne blaue Spitze, jawohl. Die schön sind, kein Problem, aber. Da müssen wir mal schöne Klasse machen und sowas mal angucken. Ja? Ja. Wie eine blaue Spitze herrscht. Ja, das zur Oberfläche. Genau. Ich glaube, wir haben relativ viel zum Tisch gesagt. Das Untergestell hat Ronny gemacht. Ja. Guckt mal in unsere Videobeschreibung. Da findet ihr alle Leute, die mitgemacht haben bei dem Tisch. Wir blenden hier nicht ein. Guckt in der Videobeschreibung. Da findet ihr alle. Und
Das Digital ist mega. Habe ich so noch nicht gesehen. Das ist meine Idee. Ja. Boah, das da haben sie alle gesagt, ich sage, nee, wir machen das genau so. Haben sie alle geknirscht mit der Zähne? Alle? Weil Zeit war knapp. Ich kann es ja, mal erwähnen, wann ich da angefangen habe, das Tischgestell wurde noch lackiert von mir. Ich habe da Montag angefangen zu lackieren. Ja. Vor dem Festival. Und Mittwoch stand das Ding hier. Ja, fragt nicht, wie lange, aber... Sag ich vielen, vielen Dank, Sven. Ohne dich wäre es mal wieder nicht möglich gewesen. Guckt bei dem Jungen auf dem Instagram-Kanal. Alles, was hier, auch alles, was hier passiert, ihr könnt natürlich auch sagen, ihr bestellt hier bei uns einen Tisch. Aber es wird jedes Mal wird dieser Mann das begleiten. Nur damit er Bescheid wisst. So, ich hau in den Sack, du bist der Gast, du hast das letzte Wort. Macht's gut, Wunschlänge. Wunschlänge. Ja, das letzte Wort. Ich kann bloß sagen, vielen Dank an Locke für das Vertrauen, vor allem, was er da in mich gesetzt hat, um das überhaupt umzusetzen. Danke und tschüssi.